Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Valhazia in meinem wunderschönen Keller. Und heute geht es mit den super coolen kleinen Mini-Anlagen weiter, die wir brauchen werden, um die größeren Anlagen sehr bald bauen zu können. Es wird nicht mehr lange dauern, dann gehen wir in Richtung Mechanism und natürlich am Anfang wieder ein paar Sachen als Updates. Safetech Ages Skyblock hat ein neues Update bekommen. Ich werde es immer noch nicht spielen, aber sehr, sehr bald. Das heißt, wenn es aus der Alpha raus ist, dann geht das, glaube ich, hier auf YouTube auch für mich los. Und unsere Travel Anchor Mod hat einen neuen Fortschritt gemacht. Ich habe es geschafft, ein GUI zu implementieren. Das ist super cool. Das heißt, man kann den Travel Anchor Block jetzt tatsächlich auch rechtsklicken, aber noch nichts damit machen. Das ist aber trotzdem schon mal ein sehr, sehr guter Fortschritt. Gut, wir wollen jetzt trotzdem hier rüber gehen und ein paar kleine Anlagen aufbauen. Zuallererst würde ich vielleicht sogar sagen, wir klauen uns unsere Concrete-Anlage von hier drüben und bauen die nach da unten. Dann haben wir die gleich auch da, wo sie normalerweise sein sollte. Ich habe eigentlich auch gedacht, ich kann im Block zweimal waterlongen, aber das hat nicht so gut funktioniert. Das heißt, wir schnappen uns einfach das. Die Basics bleiben ja das gleiche. Das Einzige, was sich ändert, sind halt die Optik, also die Blöcke, die hier außen rumstehen. Und dann können wir hier irgendwas anderes hinmachen. Das Concrete-Ding passt nämlich normalerweise eh nicht so gut da rein. Ich habe nur gedacht, für den Zwischenschritt würde es gut da reinpassen. Das kommt dann hier drüben hin. Das heißt, ich würde vielleicht sogar schon mal die Blöcke irgendwie so ein bisschen aufbauen. Ich weiß nur nicht genau, wo. Irgendwie so, und dann der Crafter, der müsste ja dann hier unten ran, ne? Huch. So muss der Crafter hier ran. Sehr gut. Dann haben wir den Blockplacer und der Destructor, der kommt dann nach oben. Allerdings so, dass er praktisch nach unten zeigt. Also so. Und dann kann er für uns immer die Blöcke abbauen. Dann können wir hier außenrum die anderen Dinger bauen. Und jetzt wollen wir als nächstes die Anlage für Blumen haben. Und da bin ich mir noch gar nicht so ganz sicher, weil wir haben ein kleines Problem. Ich würde gerne Floral Fertilizer benutzen, okay? Also das ist praktisch die ganze Idee dahinter. Floral Fertilizer, dieses Zeug hier, kann man aus irgendwelchen Farbstoffen machen. Auch aus den Farbstoffen von Botania und sowas. Das heißt, wir können das einfach als ein Mittel benutzen. Und dann brauchen wir irgendeinen User. Ich weiß noch nicht was. Maybe geht das hier? Müsste wahrscheinlich sogar funktionieren, ne? Ein automatischer Rechtsklicker und sonst. Vielleicht geht es um einen Constructor oder natürlich immer die Lieblingsmethode von mir zurzeit. Ich weiß nicht genau warum. Eine Turtle würde maybe auch noch funktionieren, um das Ganze zu benutzen. Wir probieren es einfach gleich aus. Wir brauchen ein bisschen was an Grass, wir brauchen ein bisschen was an Dirt. Und die Sache ist, dieses Floral Fertilizer Zeug hat, soviel ich weiß, eine Range von 5x5 Blöcken. Das heißt, wir sollten das auch ein bisschen größer bauen, um nicht super viel Sachen die ganze Zeit zu verschwenden. Wir legen mal hier ein bisschen was weg. Ich glaube, das brauchen wir gerade nicht unbedingt. Es passt halt da nicht so gut hier rein, wenn wir das hier so nehmen. Also wenn das hier unsere normale Setup-Größe ist und wir machen hier irgendwie was anderes. Jetzt habe ich gerade den Hammer weggeschmissen. Dann ist das halt ein bisschen weird. Hier vorne kommt eine normale Scheibe oder sowas davor. Dann würde ich maybe sagen, wenn das die Wand ist, dann gehen wir hier nach hinten. Und dann hätten wir fast unsere 5x5 Area schon ready, oder? Also 1, 2, 3, 4. Okay, einen nach hinten müssen wir vielleicht noch. So und so. 5, 2, 3, 4, 5. Und dann wäre das hier unsere kleine Area, in der wir dann unser Floral Fertilizer Zeug auspacken können. Es ist halt nur die Frage, darüber habe ich mir auch noch nicht so Gedanken gemacht, wie das Ganze später mit den Destructern aussehen soll. Weil im besten Fall bräuchten wir ja dann auch 25 Destructor. Ich glaube, die haben nämlich keine Range Upgrades oder so. Oder gibt es irgendwas anderes, mit dem wir das vielleicht abbauen? Kann ich Pistons? Ich könnte doch vielleicht Pistons benutzen, oder? Bleibt ein Grasblock, wenn ein Sticky Piston ihn verschiebt? Das ist jetzt die Frage an dieser ganzen Sache. Nehmen wir uns das hier mal. Nehmen wir uns ganz kurz irgendwas Redstone-mäßiges. Ja. Okay. Was ist denn dann, wenn wir die ganze Fläche einfach einen hochfahren lassen? Also einen hoch und runter oder zur Seite. Vor, zurück, zur Seite. Dann müssen wir die Sachen trotzdem noch auffüllen. Aber dafür gibt es bestimmt einen Enderhopper, oder? Ja, gibt es. Einen Enderhopper. Dude, das wäre so eine coole Anlage. Also ist jetzt, ich hatte nicht unbedingt vor, so eine Anlage zu bauen. To be honest. Aber es ist eine coole Idee. Also irgendwie gefällt sie mir gerade, wenn ich sie jetzt so sehe, oder? Enderhopper. Machen wir nochmal den hier. Dann haben wir das Teil am Start. Und der kommt dann einfach oben in die Mitte hier irgendwo mit dazu. Vielleicht kann er sogar noch einen weiter runter. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen. Aber wir brauchen davor auch noch unseren User. Und ich hoffe, der kann nach unten. Yes, er kann nach unten zeigen. Das ist so gut. Okay. Und der bekommt dann praktisch Floral Fertilizer für uns. Gibt es hier noch eine Watering Can? Wir haben doch. Worauf hatten wir Silk Touch? Ich glaube, wir hatten auf unserer alten Pickaxe Silk Touch. Kann das sein? Ah, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen warten, bis sich das Gras hier drüben ausgebreitet hat. Dann brauchen wir aber auch noch Licht.
damit das Ganze funktioniert. Also geben wir dem mal so ein paar Fackeln hier drüben und hoffen, dass hier gleich ein bisschen was an Grass entstehen wird. Und in der Zwischenzeit können wir maybe hier oben hin unseren Enderhopper machen. Ich glaube, er braucht eine Chest als Zwischenspeicher, deswegen kriegt er die auch. Dann kommt das hier hin und die Range sehen wir, glaube ich, normalerweise mit Rechtsklick oder so. Könnte man die nicht irgendwie sehen, die Range von dem Hopper? Vielleicht ist da Optifine irgendwie ein bisschen im Weg. Aber wir können es ausprobieren. Warte, wenn wir die Blätter hier haben, da sammelt er sie. Da sammelt er sie nicht auf? Doch, er sammelt sie auf. Okay, sehr gut. Das geht. Hier an der Ecke. Also wenn er sie an der Ecke aufsammelt, dann sammelt er sie ja überall auf. Das heißt, dann sollten wir eigentlich kein Problem haben. Und das geht. Perfekt. Okay, dann haben wir unser Problem gelöst. Machen wir das Ganze so. Floral Fertilizer kommt dann hier drauf. Und wir können uns in der Zwischenzeit schon mal ein bisschen White Concrete schnappen. Und dann ist halt die Frage, wollen wir die Plattform hin und her schieben oder hoch und runter? Hoch und runter würde auch gehen, maybe, ne? Aber hin und her wäre natürlich auch ziemlich, ziemlich cool. Okay, ich glaube, so ein Ding ist ein bisschen zu kompliziert für mich zu bauen. Ich denke, das ist sehr einfach, wenn man sich mit Redstone auskennt. Aber für meine Verhältnisse ist so ein kleiner Switch zu bauen, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert. Weil wir müssten ja praktisch machen, dass er die in so kurzer Zeit vor uns zurückschiebt. Oh, wir haben keine Slime Balls. Damn. Vielleicht müssen wir unseren Enderhopper sogar doch nochmal woanders hinsetzen, weil wir brauchen ja hier oben auch nochmal einen Export-Bus dran, ne? In den User, wo wir dann Floral Fertilizer praktisch rein exportieren wollen. Das heißt, das klappt so noch gar nicht. Das würde dann einfach hier hinkommen. Schauen wir gleich einfach. Ich gehe jetzt erstmal rüber in das Slime-Biom. Dann können wir ein bisschen Slimes holen. Und danach können wir das Ganze nochmal umbauen und ausprobieren. Okay, das muss für jetzt erstmal reichen. Wir haben nicht so viel Zeit. 17 Stück. Aber wir können uns natürlich sehr bald auch darum kümmern, Farm zu bauen. Mit der Slime-Farm. So, jetzt haben wir unsere 25 Sticky Peas hier. Und die kommen natürlich einfach alle. Was war hier denn? Achso. Die kommen einfach alle direkt hier drunter, oder? Ja, eigentlich. Wir können es natürlich auch nach unten ziehen. Wäre nach unten ziehen cooler als nach oben? Ah, vielleicht nicht. Vielleicht sind dann die Items zu weit weg. Nee, lieber nach oben, lieber nach oben. Wir gucken mal ganz kurz, ob ich die mit dem Hammer hier drehen kann. No, dann haben wir ein Problem. Wie setze ich die? Oh Gott, das wird richtig schwer, die jetzt nach oben hinzusetzen, ne? Das heißt, wir schnappen uns jetzt mal eine Redstone Clock. Das Ding hier drüben. Das benutzen wir praktisch, um die Pistons hoch und runter zu fahren. Also alle gleichzeitig natürlich im besten Fall. Wir brauchen jetzt halt noch Redstone Torches, oder? Also ich weiß nicht, ob es irgendwie eine coolere, einfache gibt. Wir könnten es mit Observern machen, maybe, ne? Mit Observern und dann die Sachen hochticken lassen, wenn die Clock tickt. Das wäre vielleicht sogar noch cooler. Also bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber... Oh, die müssen auch wieder in die andere Richtung. Goddammit. Dann setzen wir nochmal ganz viele von diesen Dingern hier. So, aber die kommen natürlich weg. Das heißt, jeder von denen gibt es gleich ein Redstone-Signal aus. So. Und dann gehen wir praktisch einfach drunter, setzen die Mitte davon, also in die Mitte von diesen ganzen Observer-Dingern, setzen wir eine einzige Redstone-Clock und außenrum überall normales Redstone. Das updatet sich alles gleichzeitig und der Observer triggert hoffentlich die Pistons. Das ist die Idee dahinter. Also machen wir hier schon mal überall Redstone hin. Hier kommt dann die Clock später dran. Die können wir eigentlich auch schon mal hinsetzen, ne? So, nehmen wir die Clock. Die kommt hier hin. Und da können wir Duration, Delay und Power. Power 15 kann bleiben. Delay. Duration ist nur eine Sekunde von mir aus. Also geht an, aus. Und Delay, das wäre jetzt alle 3 Sekunden, dass er irgendwas macht. Das maybe, ja, ist okay. Aber vielleicht sogar ein bisschen zu fast. Das schauen wir gleich noch, weil wir natürlich vielleicht auch das Ganze an- und ausschalten wollen. Oh, und hier ist irgendwie ein bisschen was... daran habe ich nicht gedacht. Oder? Warte mal, ist das jetzt gerade ein Problem? Jetzt sind alle oben. Ach so, wir wollen natürlich nur zack-zack machen eigentlich, ne? Ah, das ist vielleicht wirklich ein Problem. Da habe ich nicht dran gedacht. Das könnte vielleicht wirklich ein Problem sein. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Wir probieren es jetzt erstmal aus. Always on hatte ich hier gerade. Der kommt wieder hier hin. Duration 1, Delay 60, Power 15. Jetzt sind die hier wieder ein bisschen kaputt gerade. Warte, wir schnappen uns die mal gleich, sobald wir die bekommen. So, und jetzt fällt er wieder runter und jetzt setzen wir die ganz schnell hier in die Mitte. So, jetzt müssen wir wieder up to date sein, oder? Mit allen verschiedenen. Ich hoffe es auf jeden Fall. Ihr könnt auch Honeyblöcke und sowas benutzen eigentlich, ne? Aber das habe ich noch nie gemacht. Naja, gucken wir einfach mal. So weit, so gut. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch die Clock automatisch benutzen können. Aber wir schnappen uns jetzt Wireless. Wir bauen jetzt ein bisschen Floral Fertilizer. Bauen wir uns einfach mal das, was wir bekommen können. Ein, sehr gut. Haben wir wirklich nur einen? Ja, moin, okay. Also wir können uns die normalerweise auch aus, wie heißen sie? Daisy? Nee, wir können das normalerweise auch aus Botania-Sachen herstellen. Aber wir können jetzt erstmal den hier benutzen, um zu gucken, ob es funktionieren würde. Das heißt, wir lassen ihn mal runterfahren. Zack. Und den müsst ihr jetzt usen. Jawohl, jetzt haben wir die Blumen. Die Blumen ploppen hier oben raus. Und dann
haben wir natürlich gleich im besten Fall unseren... Oh Gott, nein. Oh, das ist gar nicht gut, ne? Ah, okay, funktioniert noch. Dann haben wir unseren Vakuumhopper. Irgendwo mit dabei. Hier ist das Ding. Da haben wir die Kiste. Also hier kommt unser Export-Pass dran. Dann können wir darüber direkt die Kiste mit Import-Pass machen, maybe. Aber ich weiß halt nicht, kann ich hierhin den Vakuumhopper machen, dass er alle Blumen einsammelt, die jetzt da rumgammeln? Sieht fast so aus, ne? Ja. Ah nee, ich kann ja gar nicht Export und Import-Pass auf einen machen in dem Modpack hier, ne? Oder mit Refined Storage. Aber dann haben wir das Problem wieder vorher gar nicht. Wir können den einfach hier hinsetzen. Unsere Blumen landen dann alle hier oben in dieser wunderbaren Kiste. Und von da können wir das dann wieder praktisch in unser ME-System importieren. Oh, das war sehr doof. So, perfekt. Okay. Wir können das Ganze tatsächlich auch über Redstone steuern. Klingt jetzt ein bisschen doof, aber wir können praktisch unserer Clock ein Redstone-Signal geben. Und dann gibt sie allen Umliegenden einfach das Redstone-Signal weiter oder so, wenn ich das richtig gecheckt habe. Das heißt, wenn das jetzt gerade so aktiv ist, dann ist alles normal. Und wenn wir den Hebel ausmachen, dann benutzt er das Ganze wieder genau wie davor. Also er macht einfach das ganze Zeug und schiebt die ganze Zeit hoch runter. Wenn wir jetzt wieder anmachen, zack, dann sind jetzt gerade alle oben. Das wollen wir normalerweise nicht. Achso, ich muss ausmachen, wenn alle unten wären. Wenn alle oben wären, müsste ich es ausmachen, ne? So, okay, dann sieht das Ganze so aus. Das können wir dann über so einen Hebel von RS Gouges steuern, denn damit kann man Wireless Redstone machen, was ziemlich cool ist. Ja, wir können das einfach linken, dann den Hebel nach da unten connecten und dann sind wir good to go. Jetzt bräuchten wir halt noch einen Export-Bus, obviously. So, zack. Wir brauchen eine Crafting-Card. Ich weiß nur noch nicht. Also, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie wir das machen. Wir könnten irgendwie steuern, wie viel wir bekommen wollen, also wie viel Zeug wir wirklich im Endeffekt machen wollen. Aber ich glaube, ich steuere es anfangs erstmal so ein bisschen manuell. Das heißt, ich würde sagen, wir nehmen uns alle weißen Blumen, zack, und machen die weißen Blumen dann schlussendlich zu dem Farbstoff und den benutzen wir dann wiederum, um daraus Floral Fertilizer zu machen. Wenn das überhaupt funktioniert. Aber ich glaube, es sollte normalerweise funktionieren. Hoffe ich. Meinen wir nicht, dann haben wir immer noch ein paar andere Sachen, die wir benutzen können. Legen wir das nochmal weg. Dann haben wir das Pattern hier. So, dann haben wir White Dye. Und jetzt probieren wir aus, ob ich Floral... Genau, ich kann Floral Fertilizer mit White Dye machen. Sehr cool. Okay, perfekt. Dann kommt das wieder nach hier drüben. Und dann können wir uns hier jetzt Floral Fertilizer bestellen. 10 Stück kriegen wir tatsächlich... Oh, wir können ja den White Dye tatsächlich auch mit Bone Meal, ne? Oh, dann ist er giga easy. Dann könnten wir es wirklich dauerhaft vielleicht sogar laufen lassen. Aber mal gucken, ich würde ihm jetzt einfach mal so 40 geben. Also wir machen jetzt hier drüben wieder an, ne? Wir gehen hier drauf, zack. Dann geben wir ihm 40 von dem Bone Meal. Und das würde er jetzt alle 3 Sekunden benutzen. Eigentlich egal, auf welcher State er das benutzt. Ob es benutzt, wenn wir oben sind oder unten. Er benutzt jetzt gerade, wenn wir oben sind. Das ist... Also gefällt mir nicht ganz so gut. Deswegen warten wir ganz kurz, bis wir oben sind. So. Und jetzt sind wir unten. Er benutzt. Immer noch falsch. Frech. Wir können natürlich auch den Delay viel weiter runtersetzen. Ich habe den Delay jetzt mal auf 30 Ticks gemacht. Und ihr seht, er macht das natürlich viel, viel öfter. Also er verschwendet es nicht einfach in die Luft, sondern er hat es praktisch immer bei den Blumen, was ziemlich cool ist. Und so müssen wir eigentlich alles jetzt perfekt einsammeln, oder? Also bis jetzt sieht es auf jeden Fall gut aus. Er sammelt alle Blumen ein. Hat er keine Probleme. Macht die zusammen. Jo, perfekt. Mit der Decke schnappen wir uns auch gleich mal einen neuen Importer, der dann zum Beispiel hier oben hinkommt. So, dann legen wir das Kabel. Können wir nicht hier entlang legen, ne? Ah, das ist ein kleines Problem. Aber gut, dann legen wir das Kabel wahrscheinlich nach hinten. Da sieht man es am wenigsten, ne? Oder welchen Block? Doch, den Block sieht man eigentlich am wenigsten. Dann legen wir das Kabel einfach hier hoch. So, dann Importer an die andere Seite dran. Wenn wir den mal abgebaut bekommen. Sehr schön. Es gibt auch eine Verzauberung. Das haben wir in All the Bots rausgefunden. Mit der man beim Fliegen genauso schnell abbauen kann wie beim Stehen, was super, super nice ist. Dann sind wir hier vorne. Da haben wir eh gleich irgendwo einen Anschluss an unser Kabel. Und den Rest, den können wir dann einfach schon mal zubauen. Wir brauchen halt unbedingt noch Lampen. Das fehlt noch sehr, sehr, sehr dringend. Also wir brauchen jetzt hier drin zwingend keine Lampen. Gibt es hier Hidden Lights? Da habe ich noch gar nicht nachgeschaut, ne? Hidden? Nee. Oh, schade. Das wäre so cool gewesen. Aber ich habe eine Idee. Also ich habe eine Mod, die ich auf jeden Fall hier drauf machen würde dann, die wir benutzen können. Müssen wir nur noch mal schauen. Wir jetzt bauen wir das hier schon mal zu. So, dann sind wir soweit ready to go. Dann gehen wir mit unserem Kabel gleich nach hier hinten. Da sind ja dann irgendwann die ganzen Crafter, die das einfach weiterleiten. Aber für jetzt legen wir natürlich erstmal ein normales Kabel hier entlang. So, nach hier oben. Sehr cool. Dann haben wir den Export-Bus jetzt halt, der in die Maschine geht, ne? Und der würde ja normalerweise Floral Fertilizer von mir bekommen. Bestellen wir nochmal irgendwie, I don't know, einen Stack.
soll ja nicht so teuer sein. Das kommt dann hier rein und dann müsst ihr das auch schon direkt automatisch von selbst verwenden. Das sieht sehr schön aus, sehr gut. Und der hier hat seinen Importer und müsste dann auch importieren, oder? Ja, sieht gut aus. Geben wir ihm mal irgendwie 2 Speed-Upgrades oder so. 1 Speed-Upgrade, 2 Speed-Upgrades. Normal braucht er nicht so viel, glaube ich. Aber der kommt hinterher, der saugt die ganzen Dinge ein. Jetzt haben wir hier unsere riesige Blumenwiese. Das ist schon ziemlich cool. Oh, warte mal. Verschwendet er jetzt gerade? Ah, nee, wenn alle Blumen voll sind, dann verschwendet er auch nichts. Das ist ja super nice. Wait, soll ich da nicht einfach das Tick-Delay halt irgendwie auf ein Tick oder so stellen? Okay, vielleicht auch nicht. Verdammt. das war jetzt nicht so gut. Okay, jetzt hat er tatsächlich schon alles gewastet. Ich habe davor gedacht, der hätte es nicht gemacht. Aber wahrscheinlich war er dann gleich schnell wieder vor. Ja, und dann hätten wir eben unser Teil, wo wir sagen, okay, Maschine ist an, funktioniert, er macht das hier. Und dann fährt er unsere ganzen Blumen nach oben, bringt sie zu uns ins System. Und wir haben dann praktisch damit alle Farbstoffe, so viel wir wollen, wann wir sie wollen. Wir brauchen einfach nur Floral Fertilizer bestellen. Das hier, zack. Wir gehen hin, sagen, mach mal einen Stack. Dann müssen wir natürlich unseren Hebel gerade noch drücken. Das können wir später dann einfach automatisch machen. Also irgendwie über ein Export-Item oder so, dass er dann einen Comparator dran hat und dann macht er automatisch die Glock an. Würde alles funktionieren. Und dann können wir einfach zuschauen, wie hier unsere Blumen reinrattern. Und die Blumen können wir dann eben einfach über Crafting-Rezepte umwandeln zu Farbstoff. Genau wie wir das mit dem Weißen gemacht haben. Wir machen die Petals und dann mit diesem Mörser zusammen machen wir daraus den Dye. Und das geht mit allen Farbstoffen. Das ist ziemlich cool. Und das ist auch ein voll funktionstüchtiges System, ne? Oh, das freut mich, das freut mich. Wie gesagt, wir machen wahrscheinlich noch, dass es automatisch geht. Also, dass er sobald, dass er, wenn wir Floral Fertilizer bestellen, auch irgendwo ein Item reinpackt, damit dieser Redstone-Mechanismus irgendwie gestartet wird oder so. Ich frage mich, wie viel Zeug da jetzt gerade drauf ist. Das ist so viel, gefühlt, also was er hier gerade benutzt. Aber müssen wir einfach mal schauen. Dann kommen hier noch ein paar Lichter und sowas hin, also ein paar Lampen hinten, damit das eine schönere Deko hat. Hier machen wir mal ganz kurz den Weg hier rüber. Und dann sind wir so ready to go. Also wir haben einfach unser System fertig. nice. Okay, wenn ihr Verbesserungsvorschläge dafür habt, schreibt sie sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns morgen um 16 Uhr wieder. Ich baue gleich noch die Concrete-Anlage auf. Die wird genau gleich wieder vor, nur halt ein bisschen optisch anders. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Peace.